Wow, hau lieber die Bremse rein. Es sei denn, du willst deinem Leben an dem Gletscher da vorne ein Ende setzen. Wie du siehst, Chef, ist die Station völlig vereist. Um also rechtzeitig zu Eleanor Lamb im Fontaine-Hauptquartier zu kommen, müssen wir den Weg freikriegen. Um das ganze Eis zu schmelzen, brauchst du ein Plasmid, das das reinste Höllenfeuer entfacht. Wir haben in dem Vergnügungspark da drüben immer ein nettes Produkt namens Abfackeln verkauft. Sieh zu, ob du da reinkommst. Ich kenne die ganzen Fahrgeschäfte schon. Eleanor entwickelt sich großartig. Meine physische Mitwirkung bei ihrer Geburt war natürlich auf ein Minimum beschränkt. Ich kann unmöglich irgendwelche Launen der Natur riskieren. Ich werde vor allem meinen Intellekt an sie weitergeben. Loyal nicht ihr, sondern dem Volk gegenüber, das sie letztlich erretten wird. Aber ich gebe zu, es macht mich durchaus stolz, wenn ich mir ihr Abschneiden bei den Standard-Intelligenztests ansehe. Als Vertreterin unserer Sache könnte sie sogar mich übertreffen. Willkommen bei Ryan Amusements. Führen Sie jetzt Ihr Ticket ein. Kinder unter 3 Jahren zahlen die Hälfte.
Du bist ein seltenes Modell, mein Junge. Alpha-Serie, glaube ich. Ein Tropfen von deinem Blut ist ein wissenschaftliches Wunder und würde eine Stange Geld einbringen an der Erdoberfläche. Solltest dir überlegen, wie du darauf kommst. Vielleicht könnten wir ja zusammen abdampfen. Ich sollte technischer Leiter in einem Park werden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Und jetzt sitze ich rum und passe drauf auf wie so ein alter Wachhund. Meine ersten automatischen Puppen haben die Kinder begeistert. Aber Ryan hielt meine Vision für unausgereift, antiquiert. Das Ganze hätte wirklich eine nette Sache werden können. Aber er hat eine Schule draus gemacht. Ach, was sag ich? Eine Kirche zu seiner eigenen Verherrlichung. Die Türsteuerung, dann geht sie auf. Wer sagt's denn? Damit kommst du in den Park. Aber Plasmide kosten Adam. Das ist der Genglibber, mit dem du korrigieren kannst, was Gott dir mitgegeben hat. Die Little Sisters haben das Zeug in ihren Bäuchen. Du musst also eine finden. Ich habe in der Nähe der Eldorado Lounge wen flüstern hören. Sieh mal nach.
versteckt euch! Und kein Scheiß diesmal! Daddy ist zu Hause! Willkommen bei Ryan Amusements. Viel Vergnügen in unserem Park. Andrew Ryan erwacht eines Nachts, während er auf seinem Hochseeschiff, der Olympian, im Atlantik kreuzt. Sein Schlaf wird von einem einzigen Gedanken unterbrochen. Hier ist es, ruft er seinen Matrosen zu, während er sich den Schlaf aus den Augen reibt. Maschinenstopp! Hier beginnen wir zu bauen! Die Olympian, umgebaut für schwere Bauarbeiten, kehrt mit neuer Ladung zurück. Eine hochmoderne versenkbare Plattform mit dem Spitznamen The Sinker bringt Vorräte und Arbeiter auf den Meeresgrund tief unten. Nachdem erstes Material auf den Meeresgrund gebracht wurde, wird die Plattform fest im Sedimentboden verankert. Massive Stahlträger werden Dutzende Meter weit im Fels und Schlamm versenkt. Unter der Plattform arbeiten Ingenieure daran, Hindernisse zu überwinden, wie etwa diamanthartes Felsgestein, störrische Meeresbewohner und unvorhergesehene Hohlräume. Ich liebe die Kinder in Miss Englerts Klasse, aber Mann, oh Mann, ich hatte ja keine Ahnung, auf was ich mich einlasse, als ich die Aufsicht bei der Klassen-Silvester-Pyjama-Party im Ryan's Amusements Park übernommen habe. Donny? Donny! Steig sofort von dem Ausstellungsstück runter und spuck diesen Kaugummi aus! Du wirst noch ersticken! Die Eltern haben sich ja einen freien Abend an Silvester wirklich verdient. Aber ich bin mit meinen Nerven am Ende. Donny, ich hab gesagt... Schuppenarbeiter rund um die Uhr, um die Metropole zu erschaffen, die Sie heute sehen. Typen wie du sind hier nicht willkommen. Ja, Hilfe! Der will nicht hören!
Anfangs war der Geschenkeladen hier eine einzige Pleite. Ich konnte den Turi-Nippes kaum teurer losschlagen, als er in der Herstellung gekostet hat. Dann habe ich diesen Sinclair kennengelernt. Und der hat mir ein gutes Geschäft angeboten. Anscheinend kennt er ein paar arme Schweine in Popers Drop und die diesen Krempel zu einem Bruchteil der Kosten herstellen können. Naja, hier und da steckt er mal eine Nadel in der Lieferung, aber ansonsten hat keiner was gemerkt. Und bei mir rollt der Rubel. Vielleicht hast du in einem früheren Leben was Schlimmes angestellt. Schnucki, schließ einfach die Augen und hoff, dass es schnell vorübergeht. Gemeinsam sind wir die Familie und durch unsere Einheit transzendieren wir das Selbst. Sie sind überall und doch wissen Sie, wir...
das allgemeine Leid zu lindern. Allein sind wir nichts. Bloße Werkzeuge des Eigennutzes. Gemeinsam sind wir die Verwirrung. Und durch unsere Einheit transzendieren wir das Selbst. Alles auf den Beinen, außer Ihnen. Sie haben die aktuelle Plasmid-Produktlinie von Ryan Industries immer noch nicht probiert. Wird es nicht langsam Zeit? Entwickeln Sie sich. Wir haben heute bei Tests heute einen weiteren Protektor der Alpha-Serie verloren. Er ist einfach verschwunden. Irgendwo außerhalb der Stadtgrenze. Für diese Männer hat Rapture keine Wende. Wir müssen eine Methode finden, ihnen beizubringen, dass sie die Little Sisters nicht im Stich lassen, sobald sie nicht unmittelbar in ihrer Nähe sind. Irgendeinen körperlichen Reiz, vielleicht sogar etwas Tödliches. Die Laboranten nennen sie seit Neuestem Big Daddies. Vielleicht gar nicht so dumm. Unzertrennliche Paare, verbunden durch tödliche Liebe.
kommst, Vater, sitze ich hier fest. Ich kann dir leider nicht anders helfen, als diese kleinen Geschenke hier herauszuschmuggeln. In der ethischen Psychiatrie. Hier spricht Eleanor Lamb. Mom sagt, ich darf nicht mit den anderen Kindern spielen, weil die nach dem Motto Hund frisst Hund erzogen werden. Ich wollte mir diese Hundefresser einmal ansehen. Drum habe ich gewartet, bis Mom weg war und bin dann raus, um welche zu suchen. Und was war? Die Hundefresser haben eine Haut wie ganz normale Menschen. Sie sehen genauso aus wie wir. Also dieser Big Daddy beißt erst, wenn du ihn angreifst. Aber um an die Little Sister ranzukommen, musst du den Knaben platt machen. Durchatmen, alter Knabe. Du hast es geschafft. Und jetzt nimm sie auf deine Schultern und sie wird dir vertrauen wie ihrem eigenen Daddy. Du bist es. Wir sind im Geschäft. Überall in Rapture liegen Leichen rum. Und dieses kleine Monster wittert das Adam in ihnen. Such dir eine. Adam, Daddy, da drüben!
Siehst du? Adam, ganz in der Nähe. Sie hat eine saftige gefunden. Aber sobald sie anfängt, das Adam abzuzapfen, kommen die Splicer an. Mach dich drauf gefasst, bevor du sie dran setzt. Das ist ein Kind der Familie, kein Spielzeug, das du benutzen und dann wegwerfen kannst. Sehr passend, dass du hier dein Ende findest. Eine weitere Kuriosität in Ryans Schrein für das Ego. Da kommen sie schon. Halt ihr die Splicer vom Leib, bis sie fertig ist, sonst geben die niemals auf. Jetzt kennst du den Einsatz, mein Junge. Aber ein Plasmid kostet noch ein bisschen mehr, Adam. Mach weiter. Geht's lang. Hallo Kinder, mein Name ist Andrew Ryan. Ich habe die Stadt Rapture für Kinder wie euch gemacht, weil die Oberwelt nichts mehr für uns war. Aber jetzt, hier auf dem Grund des Meeres, ist es ganz natürlich, sich zu fragen, ob die Gefahr dort oben vielleicht vorbei ist. Ob die, die oben übrig sind, je zur Vernunft kommen werden. Stellen wir uns also vor, ihr und ich, was uns widerfahren könnte an der Oberfläche. Von dem habe ich dir erzählt. Der soll gefälligst spuren.
hoffe, die Kinder sind endlich eingeschlafen. Im Park ist es jetzt überall still. Ich kann selbst nicht schlafen. Wir sind also ganz unter uns, Mr. Diktaphon. Sie, ich und das Jahr 1959. Was wohl das nächste Jahr alles bringt? Was war das? Irgendetwas ist passiert. Das Licht ist ausgegangen. Kinder, bleibt in euren Schlafsäcken. Es ist alles in Ordnung. Los, streng dich an! An der Oberfläche beackert der Bauer den Boden, setzt die Kraft seiner Arme ein für sein eigenes Heim und sein eigenes Land. Aber die Parasiten sagen nein. Was einst dir gehört hat, gehört jetzt uns. Wir sind der Staat. Wir sind Gott. Wir fordern unseren Anteil. Ich habe meine Nahrung rationiert, seit der Park vom Rest der Stadt abgeschnitten wurde. Ich schone meine Kräfte. Ich sitze hier in dieser Werkstatt fest, umzingelt von diesen heulenden Göhren, die versuchen reinzukommen. Meine Nahrung, meine Waffen, sie wollen alles haben. Aber ich habe einen Plan. Ich richte das Transport-U-Boot her, das in der Wartungsbucht vor sich hinrostet. Und dann nichts wie weg. Diese Tiere wollen Rapture haben? Von mir aus gerne. Thank you.
Clan wird mehr und mehr zum Problem. Diese Frau ist eine Kollektivistin. Hier in Rapture. Wie konnte der Rat das übersehen? Schlimmer noch, sie treibt ihre Patienten in einen religiösen Wahn. Bevor der Rat überhaupt merkt, was gespielt wird, entsteht hier ein neuer Kreml. Es muss etwas geschehen. Ich lasse nicht zu, dass meine Stadt von Parasiten verraten wird, in welcher Gestalt auch immer. Ich denke, es ist an der Zeit, Sinclair anzurufen. Entschuldigen, Kinder von... Daddy, hier! Ich hasse dich nicht, Delta. Tatsächlich empfinde ich für dich das Gleiche wie für jedes andere denkende Wesen. Aber ich kann nicht tausende meiner Kinder für einen einzigen rebellischen Sohn opfern. Und wie mit einem unschuldigen Kind davon stehen! Lies wenigstens laut, so kannst du hinterherhören! Okay, alter Junge, wir haben jetzt fast genug, Adam. Um den Rest zu bekommen, musst du dich um diese Little Sister kümmern. Im Werkraum sollte einer der Lüftungsschächte sein, die sie so gern haben. Bring sie da runter. Thank you.